250 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm rote Paprika, 5 Lauchzwiebeln, Blätter von 1,5, Bund glatter Petersilie, 600 Gramm Rinderhack, 1 Esslöffel Tomatenmark, 40 Gramm Paniermehl, 1 Ei, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 1 Kilogramm EDK Ackergold, mehlig kochende Kartoffeln, 500 Gramm Weißkohl, 150 Gramm Möhren, 1 rote Peperoni, 4 Esslöffel Mayonnaise, 2 Esslöffel weißer Balsamico, 1 Knoblauchzehe, 60 Gramm Parmesan, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 türkische Lira Thymianblätter, 250 Gramm Sahne, 3 Esslöffel Öl zum Braten, 1 Knoblauchknolle, 700 Milliliter Öl zum Frittieren, Meersalz, 1,50 g Zwiebeln schälen, Paprika vierteln, Kerne und Strunk entfernen, beides mit 2 Lauchzwiebeln und Petersilienblättern klein hacken. Danach mit Rinderhack, Tomatenmark, Paniermehl und Ei gründlich verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Hackfleischmasse 8 gleich große Hacksteaks formen und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Währenddessen Kartoffeln gründlich waschen, in fingerdicke Pommes frites schneiden und in sehr kaltes Wasser legen. 2 Kohl vierteln, Strunk entfernen. 100 Gramm Zwiebeln schälen, beides auf dem Gemüsehobel in feine Streifen schneiden. Möhren schälen und mit restlichen Lauchzwiebeln in Stifte schneiden. Peperoni in feine Scheiben schneiden. Alle Zutaten vermengen und